Die britisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin wurde in den 60er und 70er Jahren zur Stilikone einer ganzen Generation. Der Kult um sie geht sogar so weit, dass das französische Luxuslabel Hermès eine Handtaschenserie nach ihr benennt. Die Birkin Bag. Doch das Leben der Künstlerin ist auch von Schicksalsschlägen geprägt, wie sie jetzt im Stern erzählt. Jane Birkins Tochter Kate stirbt 2013 im Alter von nur 46 Jahren an den Folgen eines Fenstersturzes. Im Stern sagt sie: "Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen. Ich will keine Hilfe, es je hinter mir zu lassen." Auch über die Liebe zu ihrem verstorbenen Partner Serge Gainsbourg spricht Birkin. "Ich habe einmal gehört, dass Liebe eine Frage der Kompromisse sei. Vielleicht stimmt das, vielleicht war ich zu selbstsüchtig, zu sehr auf mich fokussiert. Heute frage ich mich, ob ich gut darin bin, zu teilen. Ich fürchte nein. Ich bin vielleicht nicht die Person, die Sie fragen sollten. Wenn ich etwas über Liebe gelernt habe, dann nicht das Richtige. Was hätte ich gegeben, dass die Liebe überdauert, aber ich bin allein."